Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz 2. Ich bin mega dolle gehypt aus dem vollen Grund. Wir sind mit Stardust City endlich durch, alles angeschaut. Das hat jetzt zwei Parts gedauert, zwei ganze Parts. Und jetzt geht's weiter. Wir sind ganz nördlich, wo wir erstmal dachten, geht's hier mit Stardust City noch weiter. Haben wir jetzt die Hälfte erkundet. Aber anscheinend nicht, hier geht's nämlich zur Route 5. Und Belle kam jetzt noch her. Hey! Als ich dich vorhin in der Stadt gesehen habe, musste ich dir einfach nachlaufen. Hier bitte, nimm dies von mir. Das ist ein Itemradar. Oh, cool. Ich weiß nicht, wie das hier in dieser Generation funktioniert. Das werden wir erklärt bekommen bestimmt. Mit dem Itemradar kannst du selbst versteckte Items aufspielen, die dem Auge sonst verborgen bleiben. Auf diese Weise wirst du bei deiner Suche nach Pokémon auch auf das ein oder andere nützliche Item stoßen. Und dann, viel Glück. Ah, und mein paar hätte ich jetzt vergessen. Wenn du dein Itemradar oder die Habitatsliste oft zu Rate ziehst, wäre es sinnvoll, beide zu registrieren. Und wie man das macht, verrät dir ein Blick in dieses Buch. Ja, gut. Kann man halt mit Y machen. Das Itemradar. Das schauen wir mal. Man kann zwei gleichzeitig registrieren? Das wäre natürlich mega geil, weil wir schon das Fahrrad auf Y haben. Lol. Wie funktioniert das dann? Wenn wir dann gleich draußen mal sehen. Es ist schon auf der anderen Seite dieses Tores, fordert jeden, den sie erblickt, zu einem Kampf heraus. Es muss der Einfluss der schnelllebigen Route 4 mit all ihren Hochhäusern sein. Es reicht einem eben als einzelner Trainer, als Gegner nicht an. Hochhäuser? So. Das ist hier nochmal so ein... Ah, Sonderbonbon. Vielleicht weil wir die Clowns alle gefunden haben? Keine Ahnung. So. Hochhäuser? Hä? Lol. Okay. Da werden wir dann später natürlich nochmal hinschauen. Wir wollen erstmal zum Poké-Center. Weil da war ja auch noch irgendwas. Der Arena-Leiter, den müssen wir nämlich noch herausfordern. So. Fahrrad. Okay, so kann man... Und wie ist jetzt der Itemradar? Ah, okay. Kann man hier irgendwas... Nee. Aber schön, dass es im Touchscreen angezeigt wird. So, kriegen wir von dir nochmal was? Ah, es ist derselbe, glaube ich, genau. So, hier. Stimmt, Pokézen. Ah, da. Hey, hier entlang geht es zum Thumpier. Zusammen mit dem... Mit der Slim Street ist das wohl der Ort, der hier in Stardust City am ehesten zwielichtige Gestalten anlockt. Okay. Und wo genau? Hier entlang. Los, lass uns mal nachsehen. Jetzt bin ich gespannt. Da waren wir ja schon. Da ist der Eingang zur Kanalisation. Na, ob man sich da wirklich hineinwagen sollte? Ach Leute, das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen, obwohl wir hier schon waren. Dennis, hast du den Platz mal gesehen? Ja, denke schon. Aber du musst nicht spinnen, nur weil du mich nicht enttäuschen willst. Mal sehen, dann gibt es eigentlich nur noch einen einzigen Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Dennis, komm, du musst mir helfen. Ja, die Kanalisation. Da geht es jetzt als nächstes hin. Wohl? Ja, die Kanalisation ist perfekt geeignet, um sich zu verstecken. Und das heißt wahrscheinlich dann auch wieder... Kämpfe! Das gefällt mir doch. Stratos Kanalisation. Dennis, du musst stärker werden. Allein wird es schwer für mich, gegen diese Leute anzukommen. Keine Sorge, ich kümmere mich um die Heilung unserer Pokémon. Ist weit, Dennis? Oh, wir gehen mit Reto gemeinsam. Sehr schön. Alles klar, machen wir uns auf die Suche nach Team Plasma. Bedeutet, nach jedem Kampf, kennt man auch aus der vierten Gen, werden die Pokémon geheilt. Den haben wir momentan vorne. Jonas. Der ist ein bisschen geschwächt. Reto und eine Heilung wäre nicht schlecht. So, Itemradar. Ich weiß nicht, wie das so funktioniert, das Itemradar. In Pokémon Diamant und Perlen und auch Platin muss man immer hier drauf drücken. Aber wie das hier funktioniert, keine Ahnung. Oh, hier gibt es wilde Pokémon, interessant. Radfratz und Zubat. Ja, ist vielleicht nicht verkehrt, wenn wir jetzt mal kurz gegen die kämpfen. Weil dann wird mal Jonas geheilt.
So. Sehr schön, das Ratzfatz ist weg. Das Subat macht mir aber am meisten Probleme. Durch den Flug. Und Level 20. Sehr schön. Ekelsamen. Ja, die Attacke nehme ich gerne. So, Grasmixer machst du. Ja, da kommt jetzt Rankenhieb raus. Rankenhieb haben wir sowieso jetzt nicht mehr gebraucht. Von daher, was ist das doch? Superschall auf Floink. Naja gut, ist er wenigstens vergiftet, nicht wir. Von daher passt das dann doch. So, nochmal Rückkehr auf Zubat. Wow, sehr schön. So, ich denke mal, ich werde hier jetzt auch mal erstmalig einen Schutz einsetzen. Wo ist das? Das müsste hier sein. Ich habe ja schon mal gekauft. Ne, es ist... Hier müsste es sein. Da. Ich, wollte das eigentlich jetzt registrieren, aber... Nee, gibt's nicht. Na gut, egal. Ich habe einfach keine Lust, hier auf wilde Pokémon zu treffen. Da wir auch hier kein Teammitglied fangen werden. Achso, hier geht's lang. Lol. Halt, warte. Ich habe hier etwas verloren. Warte bitte, bis ich es gefunden habe. Ach, da kommen wir wohl nicht durch. Hält unseren Passant einfach auf. Ich will nochmal das Itemrad ausprobieren. Aber hier ändert sich halt auch nichts. Lol. Jetzt so. Ja, Schutz setzen wir mal weiter hinein. Und hier ist endlich mal ein Trainer. Aber nur einer? Da hätte damit gerechnet, dass hier vielleicht Doppelkämpfe drankommen. Aber egal. Yorklef. Ja, ist in Ordnung. Auf Level 16. So, dann setzen wir gleich mal Rückkehr ein, weil es eigentlich eine sehr schöne starke Attacke ist. Aber Rückkehr bleibt halt nicht für immer im Moveset drin. Es ist einfach nur, bis wir einfach bessere Attacken haben. Und gerade für den Anfang ist das halt trotzdem noch eine sehr starke Attacke. So, Unratytox, was ist denn das für ein... Das klingt nach irgendeinem Gift-Pokémon, daher mal lieber René einwechseln. Ich glaube, es ist ein Gift-Pokémon, wenn ich das jetzt hier so sehe. Aber ja, ich kenne die Entwicklungsreihe und das sind wirklich... Ist wirklich ein Gift-Pokémon. Das wird zu so einem richtigen Müllsack. Also, nichts Schönes. Oh, Duplex-Hieb. Ich finde diese Attacke extrem nervig. Gerade wenn es so 4 oder 5 Mal trifft. 2 Mal geht ja noch. Und tschüss. Jetzt geht's nach oben zum Item, aber ja. Ja, da kommen wir halt nicht hin. Hier links ist ein Item. Aber es ist ein sichtbares Item. Ein X-Spezial. Da drüben ist was. Aber da kommen wir nicht hin. So, wir müssen nochmal zurückrennen. Denn dort oben ging es natürlich auch noch links weiter. Oh, da ist die Plasma. Krummlöffel, was ist denn das? Ich glaube, es verstärkt Psychoattacken. Ja, muss so sein. Hey! Team Plasma, was wollt ihr? Team Plasma, ihr elenden Halunken. Wie bitte? Bannen uns nicht, als wären wir die Bösen. Wir würden uns alle Pokémon befreien. Stellt euch uns nicht in den Weg. Halt den Mund! Pokémon befreien, von wegen. Ihr seid nichts weiter als Pokémon-Diebe. Außerdem benutzt ihr die gestohlenen Pokémon wie Werkzeuge. Halt die Klappe, hör mit euren Pokémon. Los geht's, Dennis. Jo, ein schöner Doppelkampf gegen Team Plasma. Das ist doch schmackhaft. Okay, 2 Pokémon insgesamt. Okay. An sich nichts Schlimmes. Tyrokeks,
Keck, ah, okay. Ist vom Typ Kampf, glaube ich. Und Ganoville vom Typ Unlicht. Normal oder nur Unlicht? Bin mir da aber auch nicht ganz so sicher. So, dann versuchen wir mal einen Graswechsel auf Ganoville. Das sollte normal effektiv sein. Sehr effektiv? Lol. Was ist denn das denn noch? Vielleicht auch Gestein oder Boden? Keine Ahnung. Das war jetzt eher nicht so geplant, aber gut. Und er greift das Zero-Hex an. Die waren ja schwach. Die waren ja aber mal wirklich sowas von schwach. Oh. Ich konnte es leider nicht besiegen. Egal. Also damit meinte ich, ich war nicht derjenige, der den letzten Hit gegeben hat. Beziehungsweise Jonas. Die sind ganz schön stark. Aber was soll's, wir haben die Pokémon, die wir brauchen. Wir ziehen uns zurück. So eine asozialen Schweine. Ah, beim Fliehen sind sie so schnell wie ein Nagelotz. Also gut, lass uns weiter suchen. Vielleicht sind hier noch mehr von denen. Glaube nicht, dass das nötig ist, ihr zwei. Ja? Was? Ist das Arti? Ich glaube ja. Zumindest sieht er so aus. Bist du nicht Arti, der Arenaleiter? Ja, bin ich. Das ist Arti. Ich habe tiefer in der Kanalisation keine verdächtigen Personen gesehen. Wirklich? Es stimmt. Ich bin wegen Team Plasma auch alarmiert. Aber wollen wir nicht nach draußen gehen? In der Kanalisation ist es so Spiel. Stimmt, ja. Hattet ihr Arenaleiter nicht vor 2 Jahren gegen Team Plasma gekämpft? Danke für die Hilfe ihm. Ihr benutzt das. Stärke. Form 04 Stärke. Können wir unserem Form Sklaven geben? Ich werde auch den Rest von Team Plasma aufspielen. Ich, Pokémon Team, werde ich niemals verzeihen. Niemals! Jo, kann ich verstehen. Und weg ist er. Hey, du da. Wer kommt denn jetzt? Ist das? Hast dich gegen Team Plasma ausgezeichnet geschlagen, wie du die Kämpfe deiner Pokémon freigesetzt hast. Ausgezeichnet, wirklich wunderbar und sehr aufschlussreich. Jetzt wird mir einiges klar. Wer ist das? Kenn ich nicht. Wer war das? Nun ja, egal. Was hast du jetzt vor? Du kannst hier bleiben und deine Pokémon trainieren. Du kannst aber auch in meine Arena kommen und mich herausfordern. Also dann. Man sieht sich. Ja, wir schauen uns erstmal hier weiter um. Hier zum Beispiel gibt es ja noch was. Ja, da zum Beispiel eine Herzschuppe. Wohl Herzschuppen? Wofür brauchte man nochmal Herzschuppen? Das war nicht, um die zu verkaufen. Das gab einen anderen Sinn, zumindest in der 4. Gen. Alter Fluchtweg. Okay, interessant. Ist das ein Trainer? Ja, interessant. Ich wusste gar nicht, dass es hier so einen großen Bereich noch gibt. Da sieht so ein bisschen mystisch dieser Bereich hier aus. Forscher Josef oder? Nee, Josef. Okay. Ein Slimer. Na toll. Auf Level 18. Aber noch gutes Training für unsere Pokémon. Allerdings kann hier Jonas leider nicht viel anrichten. Los, René. So, dann setzen wir einfach mal Rückkehr ein. Ich weiß nicht, ob jetzt Kampf normal effektiv war. Wir können ja gleich mal Kampf ausprobieren. Luftwerk steigt stark. Kann sein, dass wir den jetzt nicht treffen. Und es war so klar. Nee. Ich habe leider auch keine Attacke, die zu 100%ig trifft, egal wie die Genauigkeit ist, egal wie der Fluchtwert des Gegners ist. Jetzt will ich ja noch meine Attacke aussetzen. Welche wird jetzt ausgesetzt? Kraftwelle. Okay. Ja, ich habe immer noch Rückkehr. Und die trifft auch. Komm, Volltreffer bitte. Schade. So. Mehr kann der Fluchtwert nicht mehr steigen. Aber René trifft trotzdem. Wunderbar. Fast Level 21. Nah dran. Aber es ist richtig geil, wieder dieses Feeling zu kämpfen. Es wirkt nicht mehr wie Avia.
noch weiter. So, da oben ist ja erstmal ein Item, das wir gerne mitnehmen. Eine Fluchtseil können wir dann nutzen, um hier rauszukommen. Und zwar, um wirklich schnell rauszukommen. Vielleicht ist noch ein Item. Oh lol, wie weit ist denn die Reichweite von der? Na egal. Let's go. Ich habe leider nicht so viel Schutz mit dabei. Ich könnte vielleicht bestimmt auch nochmal einen neuen Schutz einkaufen. Und nicht schon wieder ein Gift-Pokémon. Ist euer Ernst? Muss ich Jonas wieder auswechseln? Tut mir leid. Ich kann nichts dafür, dass immer nur Gift-Pokémon kommen. X-Abwehr, Verteidigung steigt. Schlug von ihm? Oder von ihr, besser. Weil wir ja für sich angreifen. Verfolgung. Gut, dass er zuvor nicht Verfolgung eingesetzt hat, sonst hätte Jonas noch ordentlich Schaden bekommen. So. Mal Kraftwerte hier probieren. Oh. Aber paralysiert. Ist doch auch schon mal schön. Oh, und wir sind vergiftet. Na klasse. Volltreffer, ist das dein Ernst? Komm. Schick es zur Hölle. Aber es wird nicht ausreichen. War ja klar. Naja, wir werden gleich auch natürlich Rinny heilen. Nach dem Kampf. Oh, tschüss. Aber es kommt noch ein zweites Pokémon. Da muss jetzt Jonas auf jeden Fall ran. Level 21 für René. Wunderbar. So, welches Pokémon kommt? Bitte kein Gift-Pokémon. War ja klar. War so klar. Nee, wir bleiben bei René. Jedenfalls müssen wir an René ein bisschen mehr heilen. Rückkehr. Och, sehr gut, René. Jetzt noch einmal Rückkehr ein. Danach muss ich aber unbedingt wechseln. Was macht jetzt nicht so viel Schaden? Okay, es reicht ja. Jetzt wäre eine Top-Genesung ganz gut. Weil entweder ich hätte jetzt eine KP geheilt oder Gift, aber beides gleichzeitig heilen konnte ich nicht. Oh, er setzt nur das ein, okay. Dann Rückkehr. Komm, Jonas. Wunderbar. Und tschüss. Vielleicht war es nicht ganz so klug, dass René da. Oh, er entwickelt sich. Nice. Violo wird jetzt zu Lucario. Das ist auch die einzige Entwicklung, die er durchführen wird. Bedeutet unser erstes Pokémon in der Endentwicklung, so gesehen. Aber Lucario ist ein sehr, sehr nices Pokémon. Und von daher hat er jetzt auch den Typ Stahlkampf. Also der Stahltyp kam jetzt mit dazu. Aber erstmal muss ich hier mal wieder heilen. So. Da. Erstmal Tank, zwei Tränke ruhig oder so. So. Und dann brauche ich noch was, um den Gift zu entfernen. Das Gift. Natürlich. So, hier hinten soll laut Pokémon-Radar oder Item-Radar was sein. Hä? Aber wir stehen wohl drauf. Ah, okay. Fluchtseil. So, noch ein Schutz. So viele Schütze habe ich leider nicht mehr. So, ein Granitstein. Was macht nochmal der Granitstein? Das will ich jetzt nochmal kurz wissen. Stärkt Attacken vom Typ Kampf. Okay, klingt doch gut. So, dann geht es natürlich jetzt hier weiter auf der anderen Seite, wo wir eigentlich schon waren, aber wo wir dann aufgehört haben. Und ein Grünstück, lol. Ich dachte, da kommt ein Pokémon. Bin da jetzt aus Versehen reingelaufen. War ja nicht mal mit Absicht. So, hier, der nächste Trainer. Ein paar Minuten haben wir noch Zeit, von daher können wir diesen Trainer auch noch schnell
besiegen. Taribark. Ja, mal die Weiterentwicklung von Yorkleff. Ist auch mal schön. So. Jonas steht kurz vor ein Level Up. Ja, kann das Jonas auch mal kurz hier durch. Oh, Kraftschub, shit. Obwohl, nee. Hab das gerade irgendwie. Ich war gerade komplett verwirrt. Einerseits dachte ich, dass das hier die Attacke, die René hat, ist, diese Kampfattacke, die angreift. Und andererseits dachte ich, dass es effektiv auf Jonas ist, aber irgendwie war ich jetzt komplett verwirrt. Auch der Trainer kann mal verwirrt sein. Ey! Bin ich jetzt nicht in Ordnung. Dann hier nochmal Rückkehr. Tschüss. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel hier noch kommt. Kann sein, dass wir das jetzt noch in diesem Part hier beenden können. Das ist halt das Problem, wenn man halt blind Let's Play wird. Dann hat man gar keine Ahnung, wie groß das ganze hier eigentlich ist. Zum Beispiel hier. Da kommen wir jetzt gar nicht mehr weiter. Nee, das war's dann auch hier. Okay, dann geht es jetzt hier raus. Noch hält der Schutz an, bedeutet, wir können den normalen Ausweg benutzen. So. Wahrscheinlich werden wir auf ein wildes Pokémon noch treffen. Oh. Da ist nicht mal der Ausgang. Wo ist der Ausgang? Aber ich, was? Ich setze ihn einfach mal schnell im Fluchtseil ein. Dann seht ihr auch, wie das hier aussieht. Weiß ich nämlich auch noch nicht. So, Beute. Aber anscheinend wird man hier später nochmal hinkommen. Weil da ja noch ein paar Bereiche waren. Aber es war schon mal ein gutes Training. Im nächsten Part geht es dann zur Arena, worauf ich mich sehr doll freue. Wieder ein Arena-Kampf. Was ist denn mit deinem Freund? Der schien ja ziemlich verärgert. Ist in der Kanalisation etwas, irgendwas passiert? Was willst du jetzt machen? Ach, du hast Adi, den Arena-Leiter, da unten in der Kanalisation getroffen, oder? Besser solltest du ihm in der Arena stellen und herausfinden, wie stark du mittlerweile bist. Ich bin mir außerdem ziemlich sicher, dass deine Pokémon dadurch lernen werden, dich noch besser zu verstehen. Ja, ich freue mich darauf. Wir werden jetzt kurz zur Arena gehen. Vorher nochmal die Pokémon heilen. Und reingehen werden wir erst im nächsten Part. Ich bin sehr gespannt, was da für ein Typ auf uns wartet. Ob wir dagegen was ausrichten können und ob wir mal einen Arena-Kampf ohne Game Over schaffen. Wäre schon ganz geil. Ich wurde gerade im Teamspeak angeschrieben, hat man vielleicht gehört. Aber der Part ist eh gleich vorbei, wenn da jetzt irgendwas ist. Da werde ich gleich nochmal ein Bing hören oder ihr hört eins. So. Die Arena war, glaube ich, ganz links, kann das sein? Nee, das war die Gasse. Wo, hier geht's nochmal nach links? Ja, hier ist sie. Dann sehen wir uns hier im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch noch viel Spaß und bye bye.